Yo, was geht ab, Freunde? René von viel FIFA und Gaming TV hier und herzlich willkommen zum 6. GTA 5 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge mussten wir hier mit diesem Transporter rumfahren. Ein richtiger Dreckswagen, könnte man sagen. Ja, wir haben auf der Karte nur noch das M übrig. Ich würde mal sagen, da fahren wir auch gleich hin. Aber erstmal schauen wir uns das Ganze hier mal an. Das sieht irgendwie voll geil aus. Kann man irgendwie Basketball spielen und so. Ein schöner Rummelplatz hier. Boah, was steht denn da hinten für eine Karre, Alter? Junge, Junge, Junge. Alter! Was ist das denn, ey? Oh mein Gott, was ist das denn, ey? Rapid GT Sportwagen. Junge, sieht aus wie, keine Ahnung, Maserati oder... Boah, geil, ey. Mit dem fahren wir natürlich direkt mal zum M hin, Freunde. So, markieren wir erstmal das M auf der Karte. So, da hinten. Boah, ist aber ganz schön weit weg. Und M und Fragezeichen haben wir. Aber wir gehen mal zum M, weil unser Michael, der ist auf jeden Fall richtig korrekt. Wird doch bestimmt Bock machen, ja. So, fahren wir erstmal schön hin. Ja, Freunde, ich habe in der letzten Folge gefragt, ob ich bei der 10. Folge so eine Art Special machen soll, indem ich eine Stunde spiele. Da haben ja die meisten gesagt, ja, das soll ich machen. Alles klar, mache ich auf jeden Fall. Und er meinte, er soll das unabhängig von der Mission machen. Also mal Fallschirm springen gehen oder in den Bergen da mit einem Quadbike fahren oder zu den Nutten gehen oder so. Warte, Lamar ruft eben an. Hey, look. Chop gotta stay around your crib for a while, homie. That's cool. Oh, der Hund muss bei uns bleiben. Best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of him, man, alright? Kümmere dich um ihn, man. Normal kümmere ich mich gut um den Hund. So, boah, ist eine geile Karre, ey. Aber unser Lamborghini von gestern war echt geil. Also der war echt top. Boah, geil, ey. Bam. Erstmal schön einen mitgenommen. Bam. Dann fahren wir direkt zum M hin, Freunde. So. Ja, meine lieben Freunde, es kam ja... Ujo. Boah, genau durch die Lücke, perfekt. Es kam ja gestern das FIFA 14 Early Release raus und das habe ich mir natürlich auch direkt runtergeladen. Also es wird die nächsten Tage auf jeden Fall hier die erste Let's Skill in die erste Liga-Folge geben. Jetzt sind es ja 10 Ligen, also wird das Ganze noch geiler. Freue ich mich schon richtig drauf, wieder mit der Facecam da geil abgehen und so. Ja, dann sind wir auch direkt angekommen hier. Jetzt kommen wir mal mit einer geilen Karre hier hin. So, sind wir auch angekommen. Boah, echt geiler Wagen, Freunde. So, hier sind wir auch. Alter, wer ist das denn? Alter. Ich zahle dem 150 Euro. Was ist das für ein Jaluli gewesen, ey? Junge, Junge. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up breaking my bed. Bullshit. Ey, geil, ey. Es erinnert mich wie am American Pie, wenn der irgendeiner ihre die Tochter poppen will und dann springt er aus dem Fenster raus und haut ab, ey. Geil, ey. Ah, jetzt müssen wir folge dem Tennislehrer. Ah, der Tennislehrer, der hat ja wohl ein paar Privatstunden zu Hause gegeben, ne? Warum denn mit diesem Wagen, ey? Wir könnten so schnell umsteigen in unseren alten, um Tennis zu fokussieren. Wo ist er denn? Da hinten? Der Arme, ey. Springt er da mit seinen Eierkneifern aus dem Fenster raus? Geil, ey. Der arme Michael, Alter, wird er richtig betrogen hier. Alter, ja, verpiss dich doch mal hier, du Arschloch. Ey, wie kann man genau jetzt aus der Ausfahrt kommen? Es heißt doch rechts vor links. Meine Güte. Nee, bei Grundstückausfahrten hat immer derjenige Vorfahrt, der kommt und nicht der rausfährt. Bin ja gerade dabei, meine Theorieprüfung zu machen. Da muss ich ganz lernen für den Führerschein. So. Wo ist der denn? Fahr zum Canyon. Okay. Was ist das denn für eine enge Straße hier? Man sieht ja gar nicht, ob Gegenverkehr kommt oder nicht. Der Tennislehrer. Hat er sich wohl gedacht, ja, nehmen wir mal Privatstunden, aber bei ihr zu Hause. Aber ich glaube, der hat den Ball woanders eingelocht, ey. Junge, Junge, der Tennislehrer. Da ist auch schon sein Auto. Da ist der kleine Wichser da oben. Steht er da am Fenster oder was? Guck mal, der da oben. Guck mal, der Arme, ey. Es ist nicht, wonach es ausgesehen hat. Wir wollten nur Tennis spielen zu Hause. Der Tennislehrer. Boah, was will er denn machen? Alter! Ne. Will er jetzt echt? Guck mal diesen String an, ey. Was hat der denn? Der will jetzt echt den Balkon abreißen.
But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well maybe I should come up there and practice my back. Der Mike hat echt geile Sprüche drauf. Alter. Der will jetzt echt den Balkon runterreißen. Das ist geil, ey. Boah, die ist aber geil. Wer ist das denn, ey? Ja, Entschuldigung bringt jetzt auch nichts mehr. Da hilft nur Rache. Ah, jetzt sind wir wieder der Michael. Wir haben gerade gewechselt. Also, nicht wir haben gewechselt, sondern automatisch wurde gewechselt. Jetzt will der Balkon runtergerissen. Alter. Alter. Nee. Die Wohnung reißt ab. Oh mein Gott. Alter. Geil, ey. Oh mein Gott. Oha. Ey, das ist so eine schöne Wohnung, ey. Warum machen die das? Boah, guck mal. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ey. Haben die einfach mal den kompletten Balkon abgerissen. Das ganze Haus ist ja fast im Arsch. Fuck, man, fuck. Ey, geil, ey. Sowas machen wir nur bei GTA. Yeah, fuck him. But what's we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Yeah, we were trying to teach him a fucking lesson. Das nenne ich mal Lektion erteilen. That's an expensive bitch ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Kehrt zu Michael aus zurück. Geil, ey. Hammer geil. Der Michael gefällt mir, der ist echt gut drauf. Er ruft ihn da an. Das ist nicht mein Haus. Wir haben ein anderes Haus abgerissen, nicht mit dem vom Tennislehrer. Ach du Scheiße, jetzt ist er nur versteckt. Ach du Scheiße. Das war von irgendeinem Reichen das Haus und nicht vom Tennislehrer. Von dieser Frau, glaube ich, die neben ihm war. Grünes Licht, was für grünes Licht? Polizei oder was? Oha, wer schießt denn da auf uns? Da hat irgendjemand auf uns geschossen. Hinter uns, wer ist denn das? Alter. Ja, und jetzt? Wir haben ja gar keine Sterne oben, das sind auf jeden Fall keine Polizisten. Schütteln Madrids Leute ab. Ja, Mann, Verfolgungsjagd, korrekt. Wechselt möglich zwischen Franklin und Michael. Ach so, okay. Ah, wir können jetzt wechseln, damit wir... So. Wechseln mal zu Franklin. So, nur noch einer und weg ist er. Oder lebt er noch? So. Ja, ist ja nur abgeschüttelt. Da kommt jetzt irgendwer so ein Affe, oder? Wer ist denn das? So, den ballern wir jetzt schön ab. So, alle weg. Oder kommt da jetzt noch jemand? Oh, jetzt haben wir einen Stern auf dem Hals, sehe ich gerade oben rechts. Hängen die Bullen ab. Ja, die Bullen können wir jetzt nicht abschießen. Also würde ich sagen, wir wechseln auf jeden Fall zum Michael und hängen die so ab, die Bullen. Oh, genau, perfekt rechts die Kurve genommen. Boah, was für eine geile Karre. Ich will am liebsten umsteigen. Und wie gesagt, die Bullen schüttelt man so ab, indem man einfach ins Gebiet fährt, wo keine Bullen sind. Also unten links sehen wir ja gerade keinen auf der Karte. Und so lange leuchtet dann halt dieser Stern auf der Karte. Und wenn er dann... Ja, wenn er dann erlischt, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir von den Bullen abgehauen. Boah, was ist das denn für ein Vibe da oben? Boah, geil, ey. Junge, Junge. Kakawa, cherish.it. Ja, locker easy. Oh, oh, da kommt irgend so ein Ding auf der Karte. Wir müssen ein bisschen schneller fahren. Oh, oh. Die Bullen dürfen uns nicht kriegen. Auf keinen Fall. Wir fahren am besten mal nach links. Nein, nein, da kommen irgendwo. Boah, ist das knapp gerade. Ja, korrekt. Wir fahren zu mir und überlegen uns, was wir jetzt machen. Ich glaube, wir haben jetzt so eine richtige Bande auf uns gehetzt, weil wir von dieser einen das Haus da kaputt gemacht haben.
Ach du Kacke, die Arme. Aber zu geil, wie der einfach den Balkon da runtergerissen hat, ey. Sowas muss man auch mal in echt bringen. Ach, Platz hier. Aber warum ist das so voll hier abends? Haben die alle Feierabend oder was? Guck mal, durch die Lücke. Oh, schade. Boah, das Auto ist schon voll im Arsch. Aber ich hasse es, mit solchen Wagen zu fahren. Das sind so Mertesacker-Autos, ey. Ich will so einen Fiat Walkett haben. Einen geilen Lamborghini mit 97 Antritt. So. Ja, könnt ihr mal jetzt aufhören zu labern? Ich kann nicht fahren und lesen. Sonst baue ich nur noch Umfeld. Ja, verpiss dich doch mal. Wenn man links abbiegt, dann macht man auch einen Blinker an. Sonst nehme ich die hier noch mit. Meine Güte, ey. So was Beklopptes. Da biegt er links ab und macht keinen Blinker an. Hör mal. Hast du seinen Führerschein im Lotto gewonnen oder was? So, jetzt sind wir angekommen. Die beiden, das sind auf jeden Fall ein gutes Tech-Team. So gefällt mir das. So hängt man zusammen ab. Ja, ich dachte, ich hätte diese Scheiße hinter mir. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle da abgeht. Scheiße, ich glaube, wir werden es gleich herausfinden. Oh oh. Boah, weißt du, das ist diese Chaya, das ist das Vibe. Weißt du, wer ich bin? Boah, komm, du mit Baseballschläger. Führerschein. Warum zeigen die Führerschein? Sind die dumm? No. Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Wer ist das, Martin Madrazo? Maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Wer ist denn Mr. Madrazo? Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Seriöser Geschäftsmann. Oh. Er wurde fälschlicherweise Chef eines mexikanisch-amerikanischen Verbrecher- und Drogenkartells zu sein, aber die Anklage wurde fallen gelassen, weil die Zeugen verschwanden. Verschwanden! Bestimmt sind die irgendwo im See verschwunden. Alter. Oha. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. Ne, ist echt so ein Tennis Coach hat so eine fette Anlage da. Well, Natalia will need a hotel. Natalia wird wohl ein Hotel brauchen. Boah, die ist ja mal richtig geil, ey. Die kann man direkt mit uns reinkommen mit ihren Lederleggings, ey. Geile Sau. The rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Boah, 2 und 2,5 Millionen. Great. Alter, der ist halt richtig in den Schulden. Boah, ist die geil, ey. Junge, Junge, Junge. Come on, man. Und jetzt, was machen wir jetzt? 2 Millionen, 2,5 Millionen? Wo sollen wir die herkriegen? Sollen wir im Lotto gewinnen oder was? So what now? Genau, was jetzt? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ja, beste Aktion, er reißt da einfach den Balkon runter. Ich werde einen alten Freund anrufen. Das wird bestimmt der dritte Charakter sein. Der dritte. Ich brauche jetzt erstmal etwas Zeit für mich, okay? Okay, Alter, bam, bam. Ja, verfickte Scheiße, Mann. Ja, ist alles Scheiße, ist alles Scheiße. Der arme Michael, ey. Der ist jetzt richtig tief in der Scheiße, aber richtig tief. 84% Silber, chillig. Drive-by-Killer. Drive-by und ich schieß aus dem Auto. Haben wir geschafft, Freunde. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Haben wir das von hier noch von Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Oh, sieht cool aus, ja. Sind jetzt wieder Michael. Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. Selbst im Tod kommt man vorbei. Ich wohne in Los Santos, genau wie du. Murrieta Heights. Was macht die fette Sau denn hier auf der Wiese, ey? Hello? Willst du mitkommen? You fucker. Was ist denn jetzt los? Ach so, speichern wieder. Guck mal, der Typ hinter mir steht schon auf. Seht ihr das? Guck mal jetzt. Der will bestimmt mal aufstehen und sagen, ey, was machst du meine Freundin an? Boah, aber der kriegt richtig eine in die Fresse. Mal richtig in die Fresse.
Oh ne, doch nichts. Ich dachte, er wollte was sagen. Aber trotzdem kriegst du eine aufs Maul, ey. Richtig hier in den Nacken. Bam. Mal gucken, was die Freundin macht. Das nenne ich eine Freundin, ey. Ihr Freund wird verprügelt und die haut einfach ab, die fette Sau. Na warte, die kommt uns nicht da vorne, mal. Dich kriege ich noch. Dich kriege ich noch. Guck mal, wie sie rennt. Wie sie rennt. So voll geduckt, als ob man die nicht sehen würde. Typisch Frau. Weil die kriegt noch einer drauf. Boah. Oh, er hätte sogar Geld dabei gehabt. Chillig. Haben wir schon mal plus 10 Dollar gemacht gerade, Freunde. Es fehlen uns nur noch 2,5 Millionen. So. Wir fahren jetzt mal am besten. Oh, jetzt haben wir einen Bullen am Hals. Hör doch auf. Halt mal an hier, ey. Wir brauchen ein geiles Auto. Affe, ey. Fährt der mich an? Was fährt der Affe mich an? So, Freunde, wir fahren jetzt auf jeden Fall zur nächsten Mission. Auf jeden Fall fahren wir jetzt mal zum L hin, würde ich sagen, weil das ist ja dieser Lex da, oder wie der hieß. Ich glaube, das ist der dritte Charakter, aber ich weiß es nicht genau. Und jetzt haben wir die Bullen auf dem Hals. Oh Gott, ey. Spontanbesuche sind teuer, aber ich richte mich da gerne. Spontanbesuche sind... Wer ist denn das hier am Telefon? Das ist irgend so ein... Ich schlecht drauf, doch ich könnte bald vorbeikommen. Michael kann jetzt bei Dr. Friedlander aufsuchen. Und was soll das bringen? Ist das ein Psychiater oder was? Und jetzt kommen wieder die Bullen, ey. Verpisst euch doch einfach, Mann. Ja, chillig, die sind weg. Hä, warum sind die weg? Die waren doch gerade um die Ecke. Geil, jetzt haben wir keine Sterne mehr. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall zum L, Freunde. Markieren wir mal schön auf der Karte. Wo ist es denn? Och, da hinten am Arsch der Welt. So, treffen muss man auch können. Wir haben ja so eine Schrottkarre hier. Oh, und da links wieder unten auf der Karte der Strip Club. Verschiedene Ereignisse finden täglich überall in San Andreas statt. Sie werden auf deinem Radar markiert. Also zum Beispiel da, wo das jetzt blau-rot, der braucht bestimmt jemand Hilfe, aber... Die kriegt er jetzt nicht. Die kriegt er nicht. Wir wollen unsere Mission machen. Mission Impossible. So, wir fahren jetzt erstmal hin. Let's go. Autofahren macht echt Spaß in GTA. Muss man sagen. Oh, oh, oh. Der Wagen ist ja doch nicht gerade so langsam, wie ich gedacht habe. Bam, nehmen wir erstmal hier so ein Ding mit. So, sind wir gleich auch da. Irgendwo hier in den Bergen. Oh Gott. Boah, fast Unfall gemacht. Sind wir irgendwo hier in den Bergen? Oh, wunderschön gedriftet hier. Ey, das war, glaube ich, dieser... Von der ersten Mission, wisst ihr noch, wo wir die Bank ausrauben mussten? Da war der, glaube ich, dabei, dieser Lexa oder wie der hieß. Ich weiß ja nicht mehr genau seinen Namen. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, der dritte Charakter. Aber werden wir jetzt alles schön sehen. Ja, nette Bude, ja. Eine Holzhütte hat er. So, gehen wir mal hin. Ich glaube, es ist ein Haus nebenan. Oh, ich glaube, das ist das Haus hier. Ja. Ich kann nicht so... Oh, hatte sogar eine Kamera. Erstmal fick dich, Lester. Gib mir eine Minute. Der holt sich bestimmt noch einen runter. Nee, nee, ich geb dem keine Minute. Ich geh jetzt einfach da rein. Was ist das denn für eine Holzhütte hier? Ah, nee, das ist doch nicht der Hauptcharakter, der dritte, den wir spielen müssen. Alter. Richtiger WoW-Sucht, die hier. I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean. Aber besser ich. Normal, wir brauchen seine Hilfe. Wir müssen irgendwie 2 Millionen Dollar aufkriegen. Aber das schreit irgendwie nach Bankausraub, ne? 2 Millionen Dollar. I guess. Alter, was hat der für eine Bude hier hinter dem so Figuren, ey? I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure du sollst auch wissen, dass ich niemandem was erzählt habe. Weil du nämlich nicht langsam in den Aufjanken wärst. Zornig nur Santos in einem Seelenklempner. Der arme Michael ist so ziemlich tief in der Scheiße. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying. Zeit für die Revanche, verlogener Haufen Scheiße. What the hell are you talking about? You are about du kriegst jetzt endlich den Bürojob, den du immer wolltest. You always dreamed of, Mikey. Here, take this
Rucksack mit modernischen Albern für einen 5, aber ich komme einfach nicht von den 80ern los. Was labert der Dicke da in seinem Rollstuhl, ey? Junge, was hat der für ein PC? Sieht er aus wie bei der Matrix da, diese schwarze Tabelle. Ruf mich an, wenn du fertig bist. Wir werden ein Sozial-Darwin-Muss wieder. Das wird ein Heidenspaß. I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. Soll auf einmal Webdesign. Du kriegst was zum Ausrauben. Ich finde schon was. Just like the old days. Ich glaube, der Typ hat Asthma. Ja. Er gibt dich zum Schur-Super-Super-Bahn-Laden in Vinewood. Machen wir doch mal gleich. Da gibt es irgendwo eine schöne Karre. Ja, ich glaube, die da hinten ist besser. Wir nehmen die da hinten. So, Freunde, ich würde sagen, die Mission machen wir aber auf jeden Fall zu Ende, sonst hören wir wieder mittendrin auf. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 20 Minuten ungefähr angelangt. Ist ja nicht schlimm, wenn die Folge etwas länger geht. Denn wir wollen ja auch die Mission erledigen. So, müssen wir jetzt da hinfahren. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was wir da machen müssen. Da werden wir ja gleich sehen. Hier eine schöne Autobahn, Freunde. Wo müssen wir jetzt, links oder rechts? Ja. Bitte links halten. Ich kenne das, wenn ich mal auf der Autobahn mit dem Navi, mit meiner Mutter, und dann auf einmal sagt das Navi genau 5 Sekunden vorher, 5 Meter vorher, bitte links halten. Obwohl man zwischen links und rechts entscheiden muss. Ey, da muss man auf einmal mal ruckartig dann schneller links nach rechts. Das sollten die mal schön verbessern. Oder unser Navi ist einfach Schrott. Mein Gott, Stau auf der A3. So, müssen auf jeden Fall jetzt hier hoch. Und dann fahren wir rechts. So. Junge, Junge, wo ist denn das? Ah, da vorne ist es schon. Bin mal jetzt gespannt, was wir machen müssen. Jetzt durch die Lücke. Die, ah, doch keine Lücke. Oh, 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 das ist ein bisschen zu eng. Ja, 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 ja. Ah, Mann. Sind an leichten Schleudern gekommen. Was sind wir denn hier? Das sieht ganz cool aus hier. So, würde ich mal sagen, sind wir auch angekommen. Da ist ja der super, super, super Bahnladen. So. Da sind wir auch. Entschuldigung. Ah, excuse me. Boah. Schnute, ey. I got this interview at this tech company. Bei einer Technikfirma. Ich brauche was. I don't know. Geeky. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. Oh, die ist aber auch geil, ey. Hast du mal Lust, mit mir in die Umkleidekabine zu kommen? Geh zu einem Kleiderständer, um dir eine verfügbare Kleidungsstücke anzusehen. Dasselbe ist meinem Dad auch passiert. Now you gotta fit in with a different generation. Jetzt müssen sie sich in einen... Das ist höherer Preis. A vest and some cargo shorts. Alright. Kauf dir passende Kleidung. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier eine Weste. Ja, welche sollen wir denn nehmen? Ich finde die orangene cool. Die ist so auffällig. Auffällige Farbe irgendwie. Sieht cool aus. Well, that's as youthful as you're gonna get. So, dann jetzt noch hier. Wir müssen ja die kaufen. Ja, Mann, die weiße sieht geil aus. Perfekt. Sieht cool aus. Viel Glück bei dem Vorstellungsgespräch. Hä, müssen wir zum Vorstellungsgespräch zum Techniker? Ja, bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht, ey. Ja, Freunde, wie weit seid ihr eigentlich in GTA? Habt ihr das Spiel schon durch oder seid ihr weiter? Ihr seid bestimmt weiter als ich, weil ich mache ja jeden Tag sozusagen nur eine Mission. Sie berufen halt Lester an. Prototyp ist, die lassen mich da so einfach rein. Warum nicht mit den richtigen Kameras? Hey, einfach da rum, bis jemand die Tür öffnet und du als gehörst du dazu. Ich glaube, wir müssen da jetzt irgendwas klauen oder irgendwas platzieren oder sowas. Alter, ist das hier ein großer Stau hier, meine Güte. So. Ja, Freunde, schreibt am besten auch mal in die Kommentare, ob ich immer die Mission zu Ende machen soll oder wenn ich jetzt das Zeitlimit von 25, 30 Minuten erreicht habe, ob ich dann einfach Schluss machen soll, also mittendrin in der Mission, oder lieber eine Mission zu Ende machen soll. Also ich wäre eigentlich lieber für eine Mission zu Ende machen, wäre irgendwie besser. Aber das könnt ihr entscheiden, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf dieses eine Stunde Let's Play beim 10. Let's Play, wird bestimmt richtig lustig. Strip Club, Fallschirmspringen und so weiter. Ich habe schon eine richtig geile Stelle, wo wir Fallschirmspringen. Sonst sind wir in der Technikfirma angekommen. Gucken, was hier so abgeht, ey. Er chillt da mit seiner Zigarette. Hey. Hey. Oh, great.
Oh, großartig. Der hat dann immer das Feuer richtig hingehalten. Der arme Michael weiß bestimmt gar nicht, wovon die da reden, ey. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, was labern die da? But when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? Hören wir mal, eine Geschäftsraucherpause ist fast um, also. Wait a minute. Do I know you? Mal, kenn ich dich? Yeah, I think so. IT temp, der IT-Aushilfe, yeah. Genau. Du musst was für mich erledigen. You gotta put it in a ticket. No. Der Idiot labert da irgendwas. Boah, geil, wo sind wir denn hier, ey? Folge dem Programmierer. Fängt der mir da irgendwas zu labern von Beta, Gamma, Delta? Junge, Junge. Michael, der Techniker. Ja, aber immer noch beste Aktion. Reißt er einfach den Balkon runter. Boah, ist ja geil hier, ey. Boah, die war ja auch geil mit den roten Haaren, ey. Die krallt sich gleich bestimmt ein. Cool, wo sind wir denn hier? Technikgebäude. Sieht nicht schlecht aus. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Der arme Michael hat null Ahnung. Guck mal, wie der guckt. Hä? Ah, you've been added on. Ach du Kacke, müssen wir das auch noch machen? Got any antivirus? Live Messenger Chat with girls now. Hey babe, wanna see? Ja, wenn du nur so Pornoseiten offen hat. Yeah, not safe for work, huh? Alter. You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Testosteron, ey. Ey, geil. Early, bro. Ich muss alles schließen, that's fucking nasty girls today. After that, it's just a hack job. Schließ die Pop-ups, um die Verknüpfung zum Antivirenprogramm zu sehen. Boah, ist das denn hier, ey? Shitbag. Hallo, Asiat, Schwedisch, ey, ich würde da gerne mal draufklicken. Wo ist denn das scheiß Virenprogramm? Da, Antivirus. Wie soll ich die schließen, wenn die immer wieder kommen? So, jetzt aber schnell, schnell, schnell. So, Scan beginnen. Kann ich dich mit Ökofutter oder einem fair gehandelten Kaffee locken? Oh Gott, wie redet der denn? Computer scannen. So. Ach du Kacke, hat da viele Viren drauf? Scan abgeschlossen. Boah, hat er das geschafft oder was? Der Michael kennt sich ja richtig aus mit Technik hier. Was macht der denn da? Ja, ich glaube, die Folge wird jetzt ungefähr 30 Minuten oder so gehen, aber ist ja auch egal, Freunde. Wir wollen die Mission zu Ende machen. Verdrahte den Prototypen. Prototyp. Boah, geil. Er sieht aus wie ein iPhone, ne? Pizzakarton da. Was macht der Michael denn da jetzt? Oh, nice. Oh, schick. Verlasse das Gebäude. Was machen die denn hier? Das nenne ich mal arbeiten. Goodbye. Der Michael. Junge, zieh doch durch. Hey, was ist das für ein Technikergebäude? Sind die alle am Chillen, machen Party? Das ist Arbeiten, Freunde. So muss es aussehen. Live tomorrow. Halt die Klappe. Yoga-Zone? In Vara-Zone? Was ist das denn, ey? Das ist, was ist das für ein Technikgebäude? Sind da so Yoga-Räume? Ist da irgendwie alles da? Schau dir die Eröffnungsrede in Michaels Haus an. So, wir packen uns mal schön die rote Karre hier. Boah, da hinten ist aber auch ein Geiler. Boah, was ist das denn für ein Geiler? Das ist ein Mercedes, oh mein Gott, geil. Das ist ein Mercedes, Freunde. Das ist auf jeden Fall ein Mercedes. Guck mal von vorne, wie der Wagen aussieht.
Ja, es ist ein Mercedes. Lester, did you hear me? Boah, der Sound vom Motor, richtig geil. Yeah, yeah, sorry, phone is rigged. Now what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks ich weiß nicht, wovon good and die defeats reden. Evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the so, device after he's unveiled it, and then we'll talk. Hä? Was wollen die jetzt von mir? Achso, ich muss runter. Runter, runter. Ja, Freunde, das GTA 5 Let's Play, GTA 5 Let's Play wird heute leider ein bisschen später kommen. Weil das dauert wieder so lang zum Hochladen. Dem Sieger winken ein, mein Gott, was seid ihr der Typen? Das ist die Tochter, die geile Sau, ey. Der Frank hat bestimmt später noch was mit ihr am Laufen. Finde Weasel News. Warte, bis Jay Norris den Telefonprototypen herausholt und ruf ihn dann an. Hey. Geil, das wird jetzt, glaube ich, so eine Verarschung. Has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Das wird jetzt lustig, Freunde. You're about to witness a new phase. Die nächste, wir haben da irgendwas am Telefon gemacht. Red Alert, World Domination. Verraten Daten von einer Million Menschen öffentlich gemacht. Ja, jetzt labert der viel und gleich am Telefon mit der Werken. Hä? Das geht irgendwie nicht. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive. Alter, der Typ sieht aber schon berühmt aus. Das ist revolutionär. Hat aber schon einen geilen Fernseher. Der hat einfach so einen Beamer. Fette 5.1 Surround-Anlage. Guck mal, alle feiern den. Machen Sie sich bereit für die Zukunft. Meint der Zukunft. Mobiltelefon. Boah, sieht ja, das ist ein Riesenhandy. An was denn? Ein kleines Computergerät? Ja, was kann das? Jetzt kann man rund um die Uhr angedockt bleiben. Im Bus, andocken, U-Bahn, angedockt bleiben. Man kann zu Hause angedockt sein. Mit ein paar Leuten im Schwimmbad andocken. Was heißt denn andocken? Boah, wir rasten ja richtig aus. Haben ihnen gesagt, dass unsere Hardware so kompatibel wie möglich sein soll. Aber wissen Sie was? Sie wollen ihre Technologie nicht teilen. Der Typ labert mir gerade ein bisschen zu viel. Der soll jetzt mal zur Sache kommen. Ja, Freunde, dieses GTA Let's Play wird ein bisschen länger, aber ich denke mal nicht, dass es jetzt so schlimm sein wird, oder? So ungefähr 30, 40 Minuten. Aber ist ja okay. Ja, ist jetzt gut. Und jetzt? At around this point in my presentation, there was meant to be a call from my product team aus dem Produkt-Team. To introduce the device. But we're experiencing some technical difficulties. I hate to keep you waiting any longer. Ja, was soll ich denn anrufen? And don't worry, I will fire several people for this. Mission verkackt? Ja, aber hä? Michael hat das Telefon nicht in die Luft gejagt. Oha, das Telefon muss in die Luft gejagt werden. Ach du Kacke. Ja, Freunde, die Mission machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Och, nö. Nee. Warte, bis das Telefon... Oh, nee. Wenn er jetzt wieder die ganze Zeit labert, wollen die mich verarschen? Ne, Freunde, ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle lieber Schluss, ey, weil nochmal kann ich mir das Ganze nicht geben. Wir machen dann so, beim nächsten Let's Play werde ich dann einfach, wie soll ich das sagen, werde ich dann einfach an dieser Stelle weitermachen, beziehungsweise ich werde diesen Dings da überspringen, solange bis wir anrufen. Ja,
Dann würde ich auch mal sagen, war's das jetzt hier vom 6. GTA 5 Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Bis zur nächsten Folge, die erscheint dann wieder mal morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao!